Hallo und herzlich willkommen zurück zum Medieval Mittwoch. Heute gehen wir. Ja, zur Kürbisschlucht. Warum? Naja, ich glaube, die Kürbisschlucht endet in einem Level und dann war's das. Und das andere ist alles fortführend. Und ich denke mal, dann speisen wir erstmal die Kürbisschlucht ab und machen Kürbissuppe daraus. Ha! Ja, entschuldigt. Ich gehe selber in die Ecke und schäme mich. Hier kommen also all die leckeren Kürbisse her. Vielleicht mögen sie euch ebenfalls. Neuer Eintrag im Gallowmere. Nein. Nein. Ernsthaft? Wo war das Tagebuch noch gleich? Option? Nee. Hier. Nein, das muss ich jetzt wissen. Ach, den haben sie aber niedlich gemalt, den Cool Kultura. Aber ich möchte jetzt wissen, die Gegner. Hier. Verrückte Bauern, Mecha-Kobolde, Getreidekiller, Fledermäuse, Kürbisbomben. Der Diese Babyschar, frisch von der Ranke, will schleunigst groß werden. Sie können es kaum erwarten, ihre Kürbissamen zu. Das ist ja süß. Wie geil ist das denn? Das hätte ich wirklich Halloween spielen müssen. Das macht mir gleich Stimmung. Die Fledermäuse. Das sind Vampir-Fledermäuse. Eigentlich nur Fledermäuse, aber sie beißen irgendwie vampirisch. Getreidekiller. Oh, cool. Die könnten auch von Lovecraft sein. Diese gefürchteten Getreideschleicher sind lautlos, absolut unsichtbar und 100% tödlich. Und außerdem die billigste Lösung, die einem Videospielentwickler in Zeitnot einfällt, um den Spieler von dort fernzuhalten, wo er nicht hingehen soll. Yippie! Ja, das haut schon hin. Aber ich muss sagen, das ist gut. Man hat wirklich ein bisschen Schiss davor. Mecha-Kobolde interessiert mich nicht die verrückten Bauern. Ach so, es sind Verrückte. Diese armen Bauern haben es nicht leicht. Die Bevölkerung von Gallowmere schrumpft und mit ihr die Nachfrage nach Feldfrüchten. Kein Wunder, dass sie sich in Heuhaufen verstecken. Zeigt Mitgefühl und lasst euch ein paar Mal stechen, ja? Nein. Pff. Aber das Bestiarium macht Spaß. Stimmt, die haben Gesichter. Ich glaube, im Original haben die keine Gesichter. Das hat Spaß gemacht. Darf ich nochmal? Cool. Entschuldigt. Ein bisschen Zerstörungswut kommt immer durch. Es tut mir leid. Eine Mondrune. Oh. Ja, ich weiß. Ihr, meine kleinen Freunde, könnt richtig nervig werden. Ach. Diesmal gibt es nicht nur die Keule, sondern die Wand sieht auch wirklich so aus, als ob man sie kaputt machen kann. Ich weiß, dass ich einmal hier beim Durchspielen schon mal hängen geblieben bin in dem Level, weil ich was gesucht habe und absolut nicht gefunden. Aber hier geht's auch lang. Mist. Lohnt es sich schon? 65%. Ach, die 100 Goldstücke habe ich. Wo komme ich denn hier raus? Hui! Beim Kelch. Aber dann muss ich diesen Weg nochmal laufen. Das war eigentlich jetzt nicht so schlau von mir. Ah, geht. Na ja, gut. Nee, geht nicht. Schade. Na gut, dann muss ich eben außen rum. Oh, der Kopf macht gar nicht so richtig schön Klock. Kluck, kluck. Ich meine, das ist doch ein hohler Kopf gegen, na gut, gegen Erde. Vielleicht macht es deswegen nicht Glock. Nee, gegen Stein macht es auch nicht Glock. Wie schade.
tut mir leid, dieses Level ist einfach zu witzig. Matsch, Kürbis. Matsch. Ihr seid lustig. So. Hier hüpft noch was. So, und ab hier bin ich ja... Der sah lustig aus. Hier kommen doch noch mal welche, oder? Nee? Okay, nee, ab hier war ich da. Gut. Sehr schön. Also, wenn der Kelch voll ist, weiß ich, wo ich langlaufen muss. Oh, da war ja noch einer. Hallo! Was ist denn mit dir passiert? Du siehst eklig aus. War der jetzt irgendwie mutiert? Das sah aus, als wäre er von irgendeiner Krankheit befallen. Ich meine, es ist eine Pflanze, das kann ja schon mal vorkommen. Upsa! Denn das war die falsche Waffe, wirklich. Huch! Okay, ich habe irgendwie nicht mehr gewusst, dass man hier runterfallen kann. Sehr schön. Komme ich denn hier raus? Kommt mal hier raus. Hier ist eine Heugabel. Hier ist eine Tür. Das sind Steinkürbisse, die kann man nicht kaputt machen. Ah, ich verstehe. Wenn die kurz vorm kaputt sind, dann haben die Risse, die leuchten. Chaosrune erforderlich. Ja, nach Chaos sieht das hier auch tatsächlich aus in diesem Level. Hier kann ich die Mondrune benutzen, okay. Tja, dann gehe ich da erstmal rein. Ach, das hier. Dieser lustige Spaß. Ich dreh mich im Kreis. Vielleicht mache ich hier auch eine lustige Musik oder Spule. Das werde ich dann sehen, wenn ich es fertig aufgenommen habe und in der Hoffnung, dass auch wirklich alles aufgezeichnet ist, dann den Cut mache. Juhu! Rune und Fläschchen sogar. Ich habe alles gefunden. Yeah! Aber konnte man hier nicht tatsächlich sowieso noch irgendwie hoch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Von da bin ich gekommen. Was ist denn da? Ach, das sind Pilze, dieses Pinke. Nein. Okay, dann kommt das noch, die Stelle, die ich meine. Hier. Huh? Das verzauberte Schwert, muss ich sagen, ist doch ganz gut. Ich habe das sonst nie benutzt. Ich fand das mal so... Also schon benutzt, aber nicht verzaubert. Aber es lohnt sich ja tatsächlich. Kürbis, Matsche, Matsche, Patsche, Matsche, Matsche. Zerquetschen und zermatschen und yeah! Matsch Party! This is Halloween, this is Halloween, Pumpkin Scream, never night. Plopp. Da sind sie rausgeploppt. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Okay. Alles klar. So, dann gucken wir uns hier erstmal im Kreise rum. Kreise. Kleine Kreise. Nochmal kurz in unsere schöne Lebensstromquelle. Und dann schauen wir mal. Bling. Oh, ich habe keine Erdrune. Ich bilde mir ein, ich habe eine Rune. Ah. Da habe ich mich wohl getäuscht. Gut. Ja, ich schnetze mich hier so Stück für Stück durch das Level. Ich weiß, diese Sprungeinlage mochte ich im Original schon nicht besonders. Aber ich muss sagen, dass ich das als Schwäche des Spiels empfinde. Jetzt bin ich quasi runtergerutscht. Also Sprungeinlagen sind bei Medieval jetzt nicht so gut wie andere Sachen. Und ich finde, die hätten sie tatsächlich noch ein bisschen fluffiger machen können. Wieso ist das jetzt hier so verzögert? Also im Original ist es, gehen die relativ fix hoch. Nicht so langsam. Macht nicht langsam. Pff.
sondern Puff. Puffpilz. Super Puffpilz. Hier wartet der Tod. Die sehen so lustig aus. Und Katsch. Ich habe eine Matschparty gefeiert. So. Alles erwischt? Jawohl. Gut. Ich habe die Rune. Und jetzt kann ich los zur Matschi-Party. Die gucken einfach so lustig. Dieses Level ist doch dazu gemacht worden, damit man Spaß mit dem Hammer hat, oder? Können Sie mir nicht erzählen, dass es anders gedacht ist? Als geh los mit dem Hammer und hab Spaß. Deswegen haben sie doch hier extra schon durch. Ach, stimmt, das war ja gar keine normale. Kein normaler Kürbis. Willst du dich wirklich mit mir anlegen, einzelner kleiner Kürbis? Hier ist, glaube ich. Ah, okay. Ich dachte, jetzt hätten sie hier eine Keule platziert. Aber nein, es war wieder ein Hammer. Sehr schön. Und das war jetzt einfach zum Spaß haben, ja? So, wie sieht's denn? Halt mal. Falsch gelaufen. Obwohl, nee. Doch. Ach so, ich komme auf der Seite raus. Das ist der Witz an der Sache. Gut, gut. Hops. So. Na, dann wollen wir mal wieder. Puffpilz. Jawohl. Ich bin zu blöd für die Stelle. Ah. Ich bin zu doof, um Puffpilze zu benutzen. Muss ich jemand anders machen lassen. Ob ich da auch so rüberkomme? Ja, Tatsache. Ich habe eine Rune. Oh, das. Yeah. Na gut. Was muss, das muss. Also, wenn man die Tentakel schlägt, kommt das da runter. Und das da muss runterkommen, damit ich an die Rune komme. Aber es reagiert gerade irgendwie verzögert. Ich weiß nicht warum. Ich ist es gerade ein bisschen überfordert durch die ganze Spackelei hier. Eine Zeitrune. Tada! Und mein schönes Schwert ist jetzt angematscht. Was war das? Huch, wo kommst du denn her? Bist du vorher nicht mit den anderen aufgestanden? Tut mir sehr leid für dich. Ah, sind beide Türen aufgegangen. Das können sie doch nicht mit mir machen. Da weiß ich doch nicht, wo ich lang gehen soll. Die hat irgendjemand sehr schön ausgeschnitzt. Gut. Hier kommt doch sowas von Viecher, sag ich doch. Wow. Hier ist ja das Kürbiswunderland. Schnell, bevor meine Waffe nicht mehr bezaubert ist. 88% erst, okay. Und das, obwohl ich hier so rumschnetzel. Ich mag die nicht mit ihren Schlangenzungen. Die hat aber auch ein komisches Maul, oder? Das erinnert mich an irgendwas. Ich komme aber nicht drauf.
Ich habe letztens Stranger Things geguckt. Da hat das Viech auch so ein Maul, der Demogorgon. So sieht der aus. Demogorgon-Kürbis. Ups. Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist doch zum kaputt machen. Spiel, verwirr mich doch nicht so. Gut. So viele Pilze. Leuchte die Sparkle. Und ein Puffpilz. Aber hier ist der Ausgang. Da will ich nicht hin. Hä? Da ist mal wieder irgendwas nicht gespawnt. Na gut, dann laufen wir den Spaß nochmal zurück. Ah ja. Du, mein Freund, du hast mir noch gefehlt. Okay, Puffpilzzeit. Ach, verdammt, ich wollte schummeln, aber es ging nicht. Ach stimmt, ich kann ja vielleicht dort schräg auch wieder zurückspringen. Das muss ich mal ausprobieren. Und zack. Yay. Ich bin gut. Der super Sprint. Sprintspaß. So. Hier ist noch ein bisschen Quelle für dich zum Ausnuckeln. Ja, na gut. Da war ein bisschen Quelle für dich zum Ausnuckeln. So. Dann geht's nochmal den ganzen Weg zurück, um einen Kelch einzusammeln. Yay! Wo ist der Kelch? Wo ist der Kelchgang? Da. Tada! Überall Wurzeln und lustige Kürbisse. Ich mag's. Oh, stopp. Danke. Jetzt ist mein Schwert wieder bezaubert. Bezaubernd, bezaubert. So. Sehr schön. So wie sich das gehört hier. Dann weiter. Jetzt habe ich voll Bock auf Kürbissuppe. Aber es ist nicht die richtige Jahreszeit, obwohl. Vielleicht gibt es ja gerade Kürbisse. Müsste man nachgucken. Es gibt ja meistens irgendwie alles, aber leckere Hokkaido-Kürbisse. Ja, ich tue mir nicht das an und schnitz irgendwie Butternut-Kürbisse aus oder sowas. Nein, das muss aus Hokkaido sein. Ups. Also aus Hokkaido-Kürbissen, nicht aus Hokkaido. Das wäre ein bisschen komisch von den Importkosten und so. Aber Gott, ich laber mich wieder. Ich laber mich wieder in den Wald. So, Puffpilz. Hallo. Do you have something to say? Verneigt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt. Er ist rund, er ist gesund und er ist Zaroks Geheimrezept. Jawohl. Er ist König Kürbis. Fantastisch. So, wir haben 7. Oh! Schubsen die Kürbisse um. Und jetzt ist die Treppe stabil geworden. Hurra! Hat's jetzt aufgenommen? Moment. Also angeblich nimmt es jetzt auf. Ich hoffe, es tut es auch weiterhin. Och, du bist noch nicht dran. Das ist aber schade. Mein Freund ist dran. Warte, wo bist du? Wo bist du? Ich weiß, wer das ist. Nein, das ist nicht mein Freund. Schildgard ist mein Freund. Oh, na gut, dann eben nicht Schildgard. Er spricht so lustig. Ja, wie lauft ihr denn herum, Faftescue? Oh, ihr habt keinen Stil. Na danke. Silber.
Ich, Revenus, der letzte Zentaurenprinz, bin schon seit 10.000 Jahren nicht mehr herumgaloppieren. Seid klug, Fortescue. Nehmt meinen Langbogen, besser als die Armbrust, für Feuerpfeile geeignet, die ideale Waffe. Ich gratuliere. Oh, noch nicht ganz mein Format, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ich habe den Langbogen. Mit 200 Schuss. Sehr schön. Ich überlege noch, was ich für eine Waffe für den nächsten Abschnitt nehme. Und ja, keine Sorge, ich beende den Part hier noch nicht, weil das nächste Level ist relativ kurz. Das lohnt sich nicht für den ganzen Part. Bei Spyro mache ich ja Kurzparts, aber bei Medieval soll ich schon zumindest, weiß ich nicht, 10 Minuten auf jeden Fall. Die Kürbisschlange. Das ist irgendwie ein komischer Name für das Level. Tja, mal gucken, ob ich es überlebe. Haha. Meistens gehe ich hier mit einem besseren Schwert rein, dachte ich. Die Wurzel allen Übels zerquetscht den Kürbiskopf und befreit Gellomer ein für alle Mal von dieser vegetierenden Bedrohung. Ich dachte vergiftet, aber nein. Die sieht so richtig schön eklig aus. Ich mag's. Nein. Verbrauch doch nicht deinen schönen. Der Kürbiskönig schläft. Für eine Audienz bei dieser majestätischen Pflanze müsst ihr all ihre Schoten zerstampfen. Aber klar doch. Blubbeldi-blub. Oh, oh. Die gucke so herrlich, ich liebe es. Ist doch super witzig. Die mag ich allerdings nicht so. Es wird gemunkelt, die Kürbishexe besäße einen heiß begehrten Drachenedelstein. Wenn ihr einen Heck... Give it to me. Wie mache ich das eigentlich? Schmeiße ich den jedes Mal in den Kochtopf und fische den dann wieder raus? Seid gegrüßt. Ich bin die Kürbishexe. Die Kürbisse sind wie meine Kinder. Ich hege und pflege sie ihr ganzes Leben lang. Und dann schmeiße ich sie in die Suppe. Über die Reifezeit bis hin zu ihrer Ernte. Und hier seht ihr den Dank. Sie rollen in der Gegend rum und stiften Unruhe. Dieser dumme alte Kürbis hat schlechten Einfluss auf die Kleinen. Wenn ihr ihm eine Lektion in gutem Benehmen erteilt, werde ich euch mit einem schönen Geschenk belohnen. Gerne. Let's do this. Oh, ich mag euch nicht. Stirbt doch woanders. Ist der kurz vorm Explodieren oder warum glüht der? Oh, ich kann... Oh, oh, oh. Ich dachte, ich kann den schaden, aber... Nein. Warum benutze ich jetzt das olle Schwert? Naja, ich möchte mein schönes Zauberschwert noch nicht verbrauchen. Ich denke mal, ich werde es noch brauchen. Im Endbosskampf. Blöd, dass es das halt immer verbraucht. So. Ach, hier. Hier, das ist doof. Das, die machen, wenn man ein kleines bisschen Abstand zu denen hat, greifen die sofort mit ihrer Zunge an. Dieses Läb. Und man trifft die dann nicht. Das ist voll blöd. Lange kann das ja noch nicht ausgetrocknet sein, wenn die Fische noch leben. Aber die gucken so toll. Die will man gar nicht umbringen. Arme Fischlis. Sind jetzt nicht mehr als Fischstäbchen. Die sind tot. Ich glaube, ich habe sie umgebracht.
Oh, das ist natürlich sehr praktisch. Die darf ich nicht versehentlich angreifen, die Kisten. Die muss ich mir für den Boss aufheben. Das sind diese tollen Attacke... Komm schon, schnetzel sie nieder, schnetzel sie, schnetzel, schnetzel. Ob mir diese Kürbisbomben überhaupt schaden? Ich habe bis jetzt das Gefühl, die machen halt buff. Der sieht so richtig schön eklig aus. Ich finde das toll. So, eine Schote fehlt noch, ja? Naja, die finde ich schon noch. Sag ich doch. Ah, nee, da gehe ich mich vorher heilen. Ja, ich wusste, dass ihr nämlich kommt und erstmal euren dollen Chef beschützt. Auch ein paar Heilungsflaschen wären hier gar nicht so verkehrt. Naja, es wird schon gehen. Gut, gut. Hey, mein Freund. Du siehst widerlich aus, aber passend. Für den alten Matschekürbis. So habe ich dich mir vorgestellt. Oh, ich habe schon seine Arme weggesprengt. Oh. Oh. Das war's schon. Hä? Oh, neue Knollen. Okay. Dann mach dir halt neue Knollen, du Blödi, an. Puh. Tja, wo sind die? Hier ist eine. Ich gehe erstmal auf Knollensuche, ja? Ich finde das gerade ein bisschen antiklimaktisch, aber okay. Wenigstens habe ich viele von deinen Untertanen schon ermordet. Ups. Und da kommen sie. Ja, für jedes Tentakel kommt einer von seinen Freunden. Yes, ich glaube, ich hab. Oder auch nicht. Mensch, jetzt streckst du den Kampf aber, mein Freund. Jetzt streckst du den Kampf aber echt künstlich in die Länge. War das im Original auch so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wüsste ich. Oh, die spucken mich an, während ich mich heile. Das finde ich aber sehr, sehr unfair, Freunde. Warte. Okay. So, suchen wir die letzte Knolle. Da. Der ist schon richtig grau. Du bist grau im Gesicht. Schmeißt mit Kürbisbomben. Doch nicht hier. So. Jetzt bin ich aber empört. Moment. Ich brauche Schwert. Ah, stimmt. Der.
Also ich muss sagen, die Tentakel nerven jetzt langsam ein bisschen. Irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Och Mensch, wie oft willst du das denn noch machen? Huch, was ist denn los hier? Irgendwie leckt es. Was ist denn los? Es hängt. Na komm. Rotz dich endlich fertig. Yeah. Oh. Ist es nicht schön? Die ganzen kleinen Blümchen. Ich glaube, seine Untertanen rennen hier trotzdem noch rum. Oh. Die Dornröschenranke hatte er trotzdem unter seiner Gewalt. Hübsch. Ist es nicht niedlich? Überall kleine Blümchen. Und die toten Fische hier. So. Nicht mal dafür hat es gereicht. Puh. Na gut. Hier, Kürbishäckschen. Gib mir meine Belohnung. Ein höchst erbauliches Spektakel, Sir. Mann und Gemüse im Duell bis zum Tod. Ach, da wird einem ganz anders. Hier, nehmt zur Belohnung den schönen Drachenedelstein. Thanks. Ach, Drachen sind so herrliche Kreaturen. Das stimmt. Da sind wir uns einig. Meins. Aber ich brauche davon zwei Stück. Wofür? Das erfahrt ihr noch. Früh genug. Oh, na, geht doch, Energiefläschchen. Na, na. Ihr wisst, was ich will. Ja, ich hab dir genug Geld in den Rachen geworfen. Nimm erstmal das normale Schwert. Hier hopsen, glaube ich, auch Ratten rum. Wenn man die zermatscht, geben die ein Goldstück. So. Na. So. Okay, tut mir leid, Fisch. Du musst auf ewig da rumhopsen. Du siehst echt eklig aus. Bäh. Gut. Level beendet. Nochmal in den Heldensaal. Hurra! Huh. Ich habe schon 8 Kelche. Ich bin gut. Die Musik hier ist so niedlich und einladend. Ich will dein Schwert. Wer ist denn jetzt dran? Schöne kleine Flötenmusik hier. Ach, die Amazone. Damn. Sagt, was muss eine Kriegerkönigin tun, um jemanden wie euch zu treffen? Nicht so schüchtern, mein Kleiner. Ich weiß, ihr habt ein Auge auf mich geworfen. Und obwohl ihr schwach wie alle Männer seid, mag ich euch, Daniel. Hört mal, euer Pfeil und Bogen mag ja zum Spielen gut und schön sein. Aber für den Ernstfall nehmt ihr lieber diesen Speer. I will. Danke, meine Freundin. Hat leider noch weniger Munition als das andere. Oh. Hm. Ach, schön. Jetzt haben wir also Pfeil und Bogen, Armbrust, Speere und Wurfdolche. Werden wir das alles brauchen? Ja, werden wir.
Es gibt hier Gegner, die treiben einen in den Wahnsinn. Und für die werden wir das brauchen. So, jetzt haben wir diesen Weg abgeschlossen. War einfach ein kleiner Abstecher. Nächstes Mal entscheiden wir, wo wir denn dann hingehen. Aber ich denke mal, es wird uns hierhin verschlafen. Verschlagen, freudscher Versprecher. Gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Ausgabe des Medieval Mittwochs hat euch gefallen. Und dann macht's gut, bis denn.